Nun Leute, was geht? Hier ist mal wieder euer Sergeant Pepper am Start und heute habe ich hier den 10. Teil des Let's Plays von Borderlands The Pre-Sequel. Und ja, das letzte Mal waren wir ja hier, wow, sieht das schön aus hier mit diesem Licht, fällt mir gerade auf, wow, nicer Shit. Aber egal, das letzte Mal wollten wir hier gerade den Strom umstellen, hatten... Okay, du hast doch keine Höhenangst, oder? Ich habe nie Angst, Punkt. Such oben nach dem Ventil. Runde 2. Ihr wolltet es so. Ha. Nach den letzten Losern solltet ihr diesmal härtere Burschen schicken. Gute Idee, Häschen. Schickt ihnen unsere gemeinsten, härtesten Männer. Sie sollen Hackstaub aus dem Kammer. Oh Gott, was? Schon wieder low on Sauerstoff oder was? Halt doch die Klappe, Kleiner. Alter, das gibt's denn? Sorry, bin etwas abgeschwiffen. Wie wär's, wenn du mal die anvisierst, die direkt vor mir stehen, nicht die ganzen anderen Spackos, Alter. Ah, okay, jetzt gehe ich eh da. War klar. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Wir sollten hier den Strom umleiten, aber anscheinend empfängt uns ein ordentliches Bombardement an Gegnern. Aber das ist auch immer wieder eine gute Sache, weil wir dann ja schön auch leveln hier. Und jetzt besiege ich natürlich schön an und drücke den Gegnern die Crits in die Fresse. Funktioniert auch eigentlich relativ gut, außer den hier, den habe ich nicht erwischt. Ein kleiner Outlaw. Also, ich muss jetzt hier hochkommen. Das hat eben aus irgendeinem Scheißgrund nicht funktioniert. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wieso. Muss ich hier drauf schießen? Nee. Man kommt hier auch nicht hoch mit einem Scheiß-Doppelsprung. Diese Booster reichen einfach nicht aus. Ich laufe da hoch, wenn es geht. Ja, eh vielleicht einfacher. Nein, das geht nicht. Was, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn da bitte hochkommen? Das geht doch nicht mal, Alter. Die wollen mich echt verarschen, glaube ich. Ich guck mal, ob ich damit hochkomme. Weil so komme ich halt ganz sicher nicht hoch. Nein, hier kommt man zum... Alter. Wie zur Hölle soll ich denn da hochkommen, Mann? Sowas fuckt mich einfach nur ab. Boah, nee, echt. So, jetzt zum letzten Mal. Ich muss da jetzt irgendwie verdammt nochmal hochkommen. Ja. Hiermit kommt man hoch. Echt in diesen scheiß Pads. Mit den komischen Sprungteilen ging es ja mal gar nicht klar. Wow. Wie ein scheiß Stahlfighter. Ja, also man muss anscheinend mit diesem Sprungpad hier hochkommen. Wobei ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Plan habe. Alter, verpiss dich mal. Kannst dich mal dicker am Arsch schnecken. Wobei ich jetzt halt auch keinen Plan habe, wohin genau hier oben. Weil es gibt einige Stellen. Ich bin schon wieder vorbeigelaufen anscheinend. Ich blick das nicht. Wo soll ich denn hier den Strom umleiten? Okay, das war anscheinend nicht so eine schlaue Idee, da durchzulaufen. Da stehen da irgendwelche Kisten oder so. Ja, da muss ich nicht hin. Ich muss den Sprung irgendwo hier umleiten. Das ist bestimmt eh nicht hier oben. Wie soll man denn hier oben weiterkommen? Das ist bestimmt einfach da unten irgendwo. Ich geh nochmal runter. Und mal nochmal hier genauso. Ich mache mal kurz hier den Sauerstoff aus, sonst will ich viel zu viele Leben. Ach, komm schon, ey. Was ist denn diese blöde Stromversorgung? Ich war hier doch schon mal. Was? Was war das denn? Oh, Alter, leck mich doch. Gibt's doch gar nicht. Data ist an 10. Nice. Aber ich habe gerade echt keinen Plan und keinen Schimmer, weil hier unten ist es definitiv nicht. Ich habe ja auch schon gehört, dass ich hoch muss, aber wo war das nochmal? Ich meine, das ist gerade irgendwie komisch, weil ich habe es ja schon gemacht. Also ich habe das schon mal gemacht und ich habe das jetzt nicht... irgendwie in Erinnerung als irgendwas, was sonderlich schwer war, diese komische Stromversorgung zu finden, weil das wundert mich gerade ein wenig. Ein wenig bisschen. Weil irgendwie... Was für... Oh, Alter. Können die mal aufhören irgendwie? Das nervt einen ja doch schon, ne? So auf Dauer. Irgendwie... ich da auch keinen Bock drauf. Also hier geht irgendwas lang, aber ich habe keine Ahnung. Nice, eine Kiste gefunden. Aber ich will irgendwie, ja, die sind alle scheiße. Ich habe so eine Kiste gefunden, dafür war die Kiste scheiße. Meine Luft geht mir gleich wieder aus und ich muss diese komische Stromversorgung finden, weil ich sonst den Strom nicht umleiten kann, aber irgendwie bin ich auf jeden Fall zu doof dafür.
Hier, genau hier. Ist die da oben oder wie? Wie soll ich denn dann da hochkommen? So, soll ich da drauf springen? Fakt ist leider, dass ich wieder Sauerstoff brauche, also wieder runter muss. Ach, diese Sauerstoff bei Nisha geht mir echt schon. Ist schon scheiße. Deswegen ziehe ich auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht. Am Anfang dachte ich so, Nisha, ja, schon das OP-ste mit dem Action-Skill. Ich weiß ja nicht, wie das dann später mit zwei Pistolen wird, aber bisher feiere ich Claptrap eigentlich echt brutal. Also, oh, Alter, jetzt steckt er auch noch hier fest. Alter. Junge. Gleich ist aber echt zu viel, Mann. Gleich ist der Bogen überspannt. Ja, anscheinend muss man da doch irgendwie ganz hochkommen, wobei ich echt keine Ahnung habe, wie. Ich werde mal probieren, da gleich über diese Röhren zu springen und irgendwie diese Stromleitung zu finden, weil es kann ja nicht sein, dass nur wir zu blöd sind, diese verdammte Stromleitung zu finden. Ich springe mal kurz hier hoch, weil es auch sein kann, dass man hier so lang muss. Ah, ich hätte hier vielleicht mal früher drauf springen sollen, weil hier so ein scheiß Sprungbrett wieder ist. Okay, also hier oben ist anscheinend doch die Stromversorgung, also ich war einfach nur zu doof. Tut mir ja auch leid. So, umleiten. Endlich geschafft, Mann. Was für eine Scheißaktion. Da drüben ist noch eine Kiste, die snack ich mir gleich. Da oben ist nichts. Da oben ist auch nichts. Wow. Yo, yo, yo. Was geht da? Aha. Chillig, dann können wir da gleich sogar noch zur Kiste hinlaufen. Das ist natürlich nice. Auf jeden Fall. Boah, was da denn gerade explodiert. Aber ich mag Explosionen, das ist gut. Ja, was geht ab? Auf jeden Fall. Super! Endlich fließt es in unsere Anlage. Geh wieder zur Aufbereitungsanlage, okay, und stell den Hauptfilter. Oh shit. Oh shit. Jetzt mit dem Sauerstoff könnte gerade echt klappen werden. Oh, ich nehme jetzt mal alles mit, Mann. Um mit ihrer Kampfkunst Kleinholz aus dir zu machen. Oh, da hinten. Sie sind voll schräg, Mister. Ich dachte, unsere letzten Opfer waren ihre besten Männer. Nein, wir haben noch mehr. Ah, verstehe. Ah, erstmal durchatmen hier. Das war gerade schon eine relativ knappe Sache, würde ich behaupten, was liegt denn eigentlich hier hinten? Oh, das ist eigentlich relativ gut, aber ich habe gerade ziemlich viel Mist aufgehoben, deswegen muss ich mal kurz gucken. Nahkampfschaden, Waffenschaden. Okay, nicht schlecht. Sniper, Assault Rifle, naja. Jacobs Waffenschaden plus 19%. Das ist schon mal so für unsere Maggie eigentlich nicht schlecht. Nahkampfschaden, okay. Ich will mal gucken, welcher Skill das ist, denn der so. Ah, das ist hier. Der hier. Ja, was habe ich eigentlich so geskillt hier? Gab's davon irgendwas? Nee, ich glaube, damit hatte kein Skilltree was zu tun, leider. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Warum gehe ich eigentlich oben lang? Unten ist eher eigentlich viel schneller. Und außerdem gibt es hier unten auch Sauerstoff. Was gerade schon relativ wichtig ist, weil ich echt ziemlich wenige Leben gerade habe. Aber das ist eigentlich echt egal, weil die werde ich mir eh wieder irgendwo auffüllen oder so. Ist ja mal cool, wenn Nisha irgendwas hätte, wenn sie einen Teil von dem Schaden, den sie macht, wieder in Form von Leben sozusagen zurückbekommt. Das wäre mal ein cooler Skill, den ich auf jeden Fall skillen würde. Ich muss mal gucken. Ich habe mir den Skill eigentlich noch gar nicht so komplett angeguckt oder so. Von daher kann ich da gerade noch gar nicht drüber sagen. Ja, ich gehe einfach jetzt mal durch, weil ich halt kann. Ja, wir müssen jetzt wieder da hinten hin und das Methan da rauslassen. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier lang, weil ich glaube, das war der schnellste. Ah, nee, oder muss ich in diese Steuerzentrale oder nicht? Ich könnte rein theoretisch. Ah, nee, ich glaube, ich muss da vorne in diese Steuerzentrale gehen. Oh, nice. Oh, da kann ich jetzt richtig schön abholen. Boah, ne, schön Battlestang, nächstes Level. Auf jeden Fall nicer Shit. Auf jeden Fall nice. Ich gehört mir erstmal kurz hier. Kurz, nächstes Level. Es geht auf jeden Fall hier nochmal rein, weil 12% in den letzten 6 Kugeln, das heißt, mehr als die Hälfte von dem Revolver hier macht 12% mehr Schaden, dann noch plus 19% mehr Jacobs Schaden, also das sind schon wirklich Werte, die sich wahrscheinlich sehr gut sehen lassen. Und dann noch die plus 10% kritischer Schaden vom Mondstein-Effekt, das ist dann schon recht ordentlich. Verdammt, ich hätte nur runterlaufen müssen. Oder? Hier muss ich nichts mehr machen, ne? Ne, ich hätte runterlaufen können. Ich dachte, vielleicht muss ich hier oben noch irgendwas machen, aber ich hätte auch unten rumgehen können. Egal. Das soll uns jetzt mal nicht jucken. Wir lassen jetzt erstmal das mit. Nice. Auf zur Drakensburg. Dort findest du die KI, die du brauchst. Ja, du nice. Weißt, du hast keine Chance, Kammerjäger. Ich habe eine Armee und du nur eine freche kleine Rotznase. Du kriegst
Ist mal gleich aufs Maul, Junge. Wilder Typ eigentlich. Mir, nicht dir. Du kannst so viele Flüssigfürze in den Boden pumpen, wie du willst. Das bringt dich meinem Herrschaftsbereich keinen Schritt mehr. Du bist voll der Spacko. Badass Kraken, ja und? Was macht er jetzt? Badass Kraken, oh scheiße. Vielleicht habe ich da gleich wirklich ein Problem. Okay, doch nicht. Nice, Bezwinger der Titan sogar. Was ist das? Kraken, 200. Schön, schön einfach Erfahrung pumpen. Das ist immer eine richtig gute Sache. Okay. Ich habe aber leider nicht mehr viel Munition, muss ich mir gleich neu kaufen. Ja, okay. Ich mach die einfach mal so klar. Ich brauche mal ein besseres Pack, Jump Pack auf jeden Fall. Den ganzen kleinen Arschlöcher klein zu machen. Nice, 100 Erfahrung. Damit müsste es eigentlich ziemlich lang gehen, weil mein Leben ist echt low. Und direkt noch hier Sack Boom gleich bekommen. Ja. Ich bin den Skill ja gar nicht mehr aktiv. Oh nice, da sind sogar ein paar Leben, die ich mir gleich mal auf jeden Fall hier wegsnacken werde. Was müssen wir die eigentlich alle umlegen? Ach, ich muss die gar nicht umlegen, ne? Egal, ich mache nochmal kurz gleich Action Skill auf die, weil. Oh shit. Weil es einfach lustig ist und ich habe echt viel Erfahrung bekommen und dann kommt vor allem viel. Okay, ich habe aber leider gleich keine Munition mehr. Beziehungsweise ziemlich genau. Ich habe Munition gefunden, nice. Ja, mal Geld und Sauerstoff. Oh nice, wir haben sogar alle umgelegt. Ordentlich Sauerstoff hier sammeln. Ein bisschen Mondstein liegt hier auch noch rum. Auf jeden Fall nicer Scheiß. Und ja, wir gehen jetzt mal weiter auf jeden Fall hier hoch. Auf jeden Fall. Springen hier hoch und wie kommen wir zum Eingang? Stimmt irgendwo hier lang. Auf jeden Fall. Wir sind hier definitiv richtig nice. Da vorne ist der Eingang. Und ja, dann gehen wir auf jeden Fall auf die Drakensburg und beschaffen uns die KI. Nice. Boah, Alter, was für eine geile Waffe, Mann. Ich habe solche Waffen mit dieser Regenbogen-Kamo oder als was man das bezeichnen soll, noch nie gesehen. Vor ihrer Beförderung meine ich. Es heißt, es ist noch vor dem großen Bersten abgestürzt. Stell dir das vor. Ja, okay. Boom. Das wäre ein Anblick gewesen. Ja, kann schon sein, dass das ein Anblick gewesen ist. Zur Situation auf der Helios. Sir, meine besten Männer arbeiten an der Rückeroberung der Station. Das ist der Chef von Hyperion? Ist er wirklich so ein Barsch, Arsch, wie ich höre? Wer zum Teufel spricht da? Das ist der 10-jährige Junge, den wir engagiert haben. Sie sind gefeuert, John. Die Szene ist einfach viel zu geil. Muss man kurz was trinken. Ich bin halt immer noch sehr erkältet. Es liegt unter anderem daran, dass ich halt mich eigentlich die letzten Tage nicht so wirklich schone. Ich mache ziemlich viele Videos, gehe halt immer noch so ziemlich viel raus. Ich war halt gestern leider nicht skaten, aber weil das Wetter halt scheiße war. Aber ich gehe in letzter Zeit wieder ziemlich. Also, ich habe wieder mit dem Skaten angefangen, macht richtig Bock. Ich habe, als ich gestern oder vorgestern skaten war, auch mal wieder ein paar ganz nice Tricks gestanden. Ist auf jeden Fall ziemlich fett. Und ja, krieg hier die ganze Zeit Badass-Ränge mit nur irgendwelchen Pistolen-Sachen oder Revolver-Sachen. Das schickt mich auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Weil, wie gesagt, ich will meinen Badass-Rang auf jeden Fall hochbringen. Wo war noch so ein Gegner? Ah, da. Nice. Also, keine Ahnung. Ich mag den Action-Skill von Nisha schon ziemlich, weil der Aimbot ist schon ziemlich OP, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade vergessen, die Munition zu kaufen, aber dafür finde ich jetzt bestimmt welche. Gleich. Plündere 300 Behälter, nice. Da ist auch hier Battles-Rang auf jeden Fall. Ich muss mehr Behälter plündern. Vielleicht schaffen wir die 300 ja noch in dieser Folge, wobei ich daran ehrlich gesagt nicht glaube. Wobei, das waren gerade schon viel mehr. Das heißt, wir sind bei 154 Containern. Das heißt, noch 146 übrige, oh nein, Geschütze. Einfach schön. Ganz wegsperren. Scheiß Geschütz. Macht mir gar keinen Schaden. Nice. Slow-Mo oder so, oh oh. Man hat ja echt kaum Abbringzeit, also das schickt schon. So viel dazu, war die diesmal weiß, oder? Ist das hier ein Mondstein? Ah, die ist in der Tat grün, die Sniper. Und ist eigentlich auch gar nicht schlecht, die nehme ich auf jeden Fall mit.
wenn man in diesem Action-Skill-Modus ist, kann man eigentlich gar nicht unterscheiden, ob das da jetzt eine grüne oder eine weiße Waffe ist. Jo, das mach ich. Das werden wir ja noch sehen. Brauche ich eigentlich mal so ein nices Schild hier. Mein Schild ist schon ein bisschen mager eigentlich. Eigentlich ja nicht so gut. Ah, mehr Behälter, die wir natürlich alle öffnen müssen, damit wir diesen Battles-Rang noch bekommen, wobei wir das eh niemals schaffen, weil es echt schon sehr viele sind. Wobei, man denkt, man sieht nicht alle Boxen, die rumstehen. Also, oder man nimmt es nicht so wahr, dass das so viele sind. Weil das sind schon ziemlich viele, wenn man dann mal irgendwann anfängt, so genau zu gucken. Weil ich brauche eigentlich gar keine Munition, von daher ist das, was ich gerade mache, echt komplett sinnlos. Wo noch? Ja, das war schon relativ sadistisch. Ja, nee, die Schwule. Sauerstoff. Wo sind denn hier noch Gegner? Ach, da. Boah, achso, nee. Ich hätte saugern hier auf Nisha ein Boss-Kit mit Kryptoschaden. Das wäre echt eine fette Sache. Ich gehe hier mal gerade kurz. Ich gehe hier mal gerade kurz hoch, weil. Das ist so eine Sache. Alter, ich krieg hier wirklich fast jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Nisha in Action-Skill gehe, so Battles Rang 1, irgendwas. Dick dazu auf jeden Fall. Was ist denn hier hinten? Können wir da durch? Kommandozentrale. Ach, genau. Oh, was für ein Arschloch. Ich bin der Kapitän dieses Schiffs und du, dreckiger Räuber, wirst meinen Zorn spüren. Naja, da ich meinem Zorn gerade den Weg versperrt habe, wirst du stattdessen den Zorn meiner Männer spüren. Meine Freundin und ich werden uns das gemütlich von der Kapitänsunterkunft aus ansehen, nicht wahr, mein Schnuckelputz? Hier. Mach wir das. Haben das doch besprochen, Liebes. Du sollst mich mit Baby oder mein Liebster anreden, besonders vor anderen. Natürlich, mein lieber Booty. Männer, Attacke! Oh Mann, du bist so durch und die Frau auch. Ja. Wo lang? Hier ist zu. Ich komme hier nicht rein. Und ist hier ein Schalter? Nö. Wo lang dann, Mann? Ach, da unten. Ha, schon wieder. Ja, der ist rein. Alter, ey. Alles. Hör zu, ich bin nicht wirklich mit Captain Oberarsch hier zusammen. Mhm. Zum Beweis öffne ich dir die Tür. Nice, danke schön. Wenn das Kraftfeld fallen soll, musst du in den Maschinenraum. Na gut, Lady. Aber ich beobachte dich. Hör zu, der Bootsmann hält mich praktisch gefangen und zwingt mich, ihn zu unterhalten. Aber jetzt bist du ja da und du siehst aus wie ein typischer Retter. Das ist ein Kammerjäger, also mehr so der typische Arschtreter. Das kommt für mich aufs selbe raus. Vergiss es. Ich will nur Militär-KI besorgen. Perfekt. Ich weiß genau, wo du 1A Militär-KI herkriegst. Aha. Ich muss dir erst zeigen, wie du die Barriere des Bootsmanns runterfährst. Und wie? Ich schätze, sie hat was vor. Super. Gut, ich werde versuchen, dir unterwegs zu helfen. Ich will jetzt irgendwo rein. Dass wir zusammenarbeiten. Also, schon mal vorab, sorry für alles, was ich tun muss. Hier kommen ich melde mich, wenn du im Maschinenraum bist. Oh, endlich, nice. Endlich kann ich weiter. So. Wo lang nun? Oh, wir sind outside of... Eintritt ins Vakuum. Mehr Behälter hier aufmachen, auf jeden Fall. Habe ich eigentlich neue Badass-Punkte bekommen? Nice, 1400. Nein, nein, ich wollte Waffenschaden drücken. Ich Idiot. Ich habe mich verklickt. Granatenschaden. Eklig. Ich suche Behältnisse zum Öffnen. Sorry, aber ich muss den Maschinenraum für den Bootsmann verteidigen. Und diese Dahl-Sams sind tough. Welche Sams? Wo, was? Ich verstehe nur Bahnhof. Ja. Oh, oh. Wo waren wir hier noch? Was hat der denn für eine Rakete da hinten? Was hat der hier vor? Wo lang? Oh shit. Dick. Was ist das denn? Eine Bombenmine. Oder so. Ich muss mal hier gerade ein paar Leute umnieten, weil ich nicht weiß, wo die Gegner sind. Oh, da. Da sind sie ja.
die auch. Arschloch. Oder? Wo ist noch ein Gegner? Och, das meinte sie. Ja, ich hab's zuerst nicht gerafft. Ah, zack. Mehr Behältniseröffnung. Gut, da sind noch drei. Nicer Shit auf jeden Fall. Wir wollen ja unseren Badass-Rang schön pushen. Und dafür viele Behältnisse öffnen. Die sind auch noch zwei. Also wir machen auf jeden Fall Fortschritte, würde ich sagen. Also da bin ich mir sicher. Müssen nur ein bisschen unseren Sauerstoffspiegel hier so im Auge behalten. Wo lang das Weg? Ah, da. Nice. Okay. Sieh dir das an! Hallöchen, glänzender Konverter! Schön, dass wir uns hier treffen! Lass das, Junge. Das gehört dir nicht. Was? Halt ihn auf, meine flauschige Koala-Niedin! Diese diebische Ratte! Zertritt ihn! Verbrenn ihn! Nur die Ruhe, Liebster. Ich tue, nichts auf, mein Freund. Was ich kann. Nein, tue ich nicht. Das macht Spaß. Lol, Skipper als unsere neue verbündete Bitch. Jo, was geht ab? Behältnis öffnen und so. Oh, Outlaw. Nein, ich will das Vieh da killen. Oh, kill doch mal. Nein, die sind viel zu weit weg, du Arschloch. Mach das hier doch mal tot. Was bist? Ah, oh, ich hab's verfehlt. Scheiß drauf. Boom. Nice. Ja, ich gehe mal weiter nach da. Wo sind denn die ganzen Gegner hier alle? Ups. Ups, ups, ups. Wo bin ich denn nun hin? Aha. So gefällt mir das. Los, halt sie an. Nice. Auf jeden Fall nicer Shit. Das war sehr gut. Gleich irgendwo Sauerstoff auffüllen auf jeden Fall. Gefäße muss ich eigentlich auch noch ein paar finden hier zum Aufmachen. So wegen Badass-Rang und so. Und wie ich idyllisch wie immer. Oh, nice. Da habe ich gleich welche gefunden. Gleich welche erspäht. Meine super Augen. Nice. Ja, okay. Das war doch ganz gut. Zack. Ja, gut. Den kill ich auch mal. Den kill ich so. Zack. Oh, hier liegt eine Granate. Schön noch korrigieren. Was war das denn? Egal, nicht so schlimm. Erstmal hier betreten und jo, ich sehe jetzt auf der Uhr das Let's Play. Das, na, nee, wir haben noch ein bisschen Zeit. Scheiß drauf, wir kennen noch ein paar Menschen. Ist ja auch nicht scheißegal. Aber weil. Warte. Sicher, dass es hier Gefechts-KI gibt? Diese Piraten-Säcke hören sich an, als hätten sie nicht alle Eier in der Pfanne. Kapiert? Säcke? Eier? Es heißt, bevor der Bootsmann zu einem Wilden wurde, war er ein begnadeter KI-Techniker. Möchte man gar nicht glauben, jetzt wo er so verzückt, verrückt ist. Aber was kümmert's dich? Wurdest du nicht gefeuert? Wenn ich mit einer Armee von Badass-Robotern auf der Helios einmarschiere, werde ich so schnell geunfeuert, dass Tessica sein Pedo-Schnurrbart aus der Visage fliegt. Bring mir meinen KI-Kern. Okay. Ja, okay, Drake. Meinetwegen. Wenn du das sagst. Wo kamen wir jetzt eigentlich her? Ah, hier gibt's noch so einen Vorraum. Okay. Ja. Eigentlich ist die Zeit halt wirklich rum. Vielleicht sollte ich nicht so viel skaten. Ja, scheißegal und so. Ja, ich hoffe, das Let's Play hat euch wie immer gefallen, beziehungsweise ein bisschen Spaß gemacht beim Zusehen. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und sag noch, dass ich mich über jedes Kommentar, über jedes Abo und über jedes Like auf jeden Fall sehr freue. Und ja, dann bedanke ich mich für immer beim Zuschauen. Ich guck mal gerade, ob ich hier die Challenge finde mit dem Aufmachen von den Kisten. Nein, das ist Geld und Tausch. Fahrzeuge, Gesundheit, Granaten, Schilde, Raketenwerfer, Sniper, Assault Rifle, Laser, SMG, Shotgun, Pistole. Ach ja, das ist der ganze Shit, den ich hier gerade im Hochleveln bin, auf jeden Fall. Sehr gut, auf jeden Fall. Eine Skin-Anpassung gibt es hier auch noch.
Allgemeiner Kampf? Verschiedenes. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wo das sein soll. Concordia, okay. Vielleicht finde ich es auch einfach nicht. Ja, mal schauen. Ich finde es gar nicht. Tut mir leid. Aber egal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann haut die rein, Leute. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Ciao.